Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Weihnachtsevent wurden angekündigt, echt eine Menge Sachen. Ich habe das schon fertig gedreht und wollte es eigentlich als Abschluss verwenden für das Video, das normale Video heute, den Vlog. Aber das Event ist so vollgepackt, so viele Infos, so viele Sachen, dass das halt irgendwie 7 bis 10 Minuten lang ist. Und das Video an sich ist schon 7 bis 10 Minuten lang, also habe ich das doch getrennt. Und jetzt muss ich halt den Anfang drehen für das Video oder für den Teil, wo ich über das Event rede. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall ein paar interessante Sachen mit dabei, aber das erfahrt ihr ja jetzt gleich. Auf jeden Fall, Weihnachtsevent wurde angekündigt. Eine Menge Sachen, aber um genau zu sein, ist es gar nicht so viel. Also erstmal, ab dem 16. Dezember schlüpfen andere Pokémon aus den Eiern. Die müssen schon sehr klasse sein, um mich zu überzeugen. Da bin ich gespannt. Wenn es sich lohnt, werde ich ein bisschen brüten. Viridium wurde angekündigt, aber das ist kein Event, das ist kein Bonus, das ist einfach das, was jeden Monat kommt. Neuer Firma Raid Boss. Nicht verwechseln, Leute, viele. Wow, Event. 20. bis 23. Dezember. Oh, und Lugia sind zurück. Huhu, zum 19. Mal. Aber kein Problem, ich brauche noch ein 100er Lugia. Würde ich schon nehmen. Und beide habe ich noch nie Shiny gefangen, nur ertauscht. So, jetzt kommen wir zum richtigen Event. Weihnachten, 24. Dezember bis 1. Januar. Eine Woche, okay. Aber genau halt die Festtage. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Festtage, Familie, dies, das, bla bla, chillen, nicht zocken. Aber Festtage, Urlaub, frei, Zeit und sowas. Kann man so oder so sehen. Natürlich neue Accessoires im Shop. Gönne ich mir wie immer. Neues Pikachu und Pichu mit Mütze. Und Damirplex im Kostüm, also mit Glöckchen. Und Damirplex jetzt Shiny. Und Schneverdeck in Shiny. Neue Eis-Pokémon von Gen 5. Und das nennt sich Petsneef. Das Eisscholle-Pokémon. Ein neues. Wow. Das ist schon hart, wie die das melken und in die Länge ziehen mit den neuen Pokémon. Jetzt kommt nicht mal. Letztes Jahr kamen noch Wellen an neuen Pokémon. Jetzt kommt einfach nur eins. Alola Sandern, Alola Vulpix und Pichu mit Beanies. Und Damirplex mit Glöckchen schlüpft aus den Siebenen. Schlüpft Alola Sandern und Vulpix nicht immer aus den Siebenen? Oder sagen die hier gerade, Alola Sandern und Alola Vulpix haben auch Beanies? Verstehe ich nicht ganz, wir werden sehen. Raichu mit Mütze und das Damirplex mit Kostüm, also Glöckchen, gibt es in Zweier-Raids. Also erstmal Raichu in Zweier-Raids, interessant. Ist ja normalerweise immer ein Dreier-Raid. Für die 100er Kostümjäger oder sowas, keine Ahnung. Nur aus dem Gletschermodul, also es kommen zwei neue, kommt das neue Pokémon Trigometri. Aber nur aus dem Gletschermodul. Das heißt, die wollen, dass wir Geld zahlen für die Gletschermodule. Gletschermodule halten übrigens länger, aber nur an einem bestimmten Tag. Samstag, 28. Dezember, 11 bis 19 Uhr. Gletschermodule halten 2 Stunden. Es gibt Regieis während des Tages, während der Stunden. 2 Pässe. Und Glaziola kann Zuflucht lernen. Die ganzen PvPler. Ich freue mich auf jeden Fall auf Regieis. Ich brauche noch einen guten. Und die Shinies sind so schnell weggegangen. Also dafür, dass die Regis schlecht und unbeliebt sind. Die Shinies sind, puh, wie warme Semmeln weggegangen. Es kommen dann neue Krypto-Pokémon. Was ich nicht schlecht finde, Problem ist halt, es gibt zu viele auf einmal. Man kann gar nicht mehr gezielt das jagen, was man eigentlich haben will. Das ist ein kleines Manko bei mir. Oder von mir. Jetzt auch zum Event an sich. Wie gesagt, 24. bis zum 1. Man kann 40 Geschenke am Tag öffnen. Soft, dick. Und bis zu 20 Geschenke gleichzeitig im Beutel haben. Sehr nice. Wie jede Weihnachten, das ist schon Tradition, gibt es jeden Tag eine Brutmaschine umsonst. Die kann man aber nur einmal verwenden, also eine einfache Brutmaschine. Ich glaube, letztes Jahr war es genauso. Wurden verschiedene Tage für verschiedene Boni eingesetzt. Hier haben wir zum Beispiel für den 24. und 25. Doppelfangbonbons und Doppeltauschbonbons. Tauschbonbons ist interessant. Kann man 6 Bonbons bekommen für Legendäre, wenn die auf Entfernung getauscht werden. Das ist echt sehr interessant. Sehr, sehr unterschätzt. 26. 27. Doppelsternstaub. Da könnt ihr euch gönnen. 28. und 29. Doppel-EP. Aber nur fürs Fangen. Nur Fangen. 30. und der erste. Halbe Schlüpfdistanz. Der uninteressanteste für mich. Und das war's auch schon. Ja. Also im Grunde genommen, Event 24. bis 1. Da gibt's ein paar Boni. Und ein paar neue Shinies. 28. Regieis. Und das war's eigentlich. Also so die wichtigen Sachen. Nochmal zusammengefasst. Ich muss sagen, ich freue mich drauf. Alles gut. Aber irgendwie ist es so eine typische Marketing-Taktik. Die verpacken viel, da steht echt viel drin, aber ist eigentlich nicht so viel. Wenn man das Event genau betrachtet, ist es gar nicht so ein tolles Event. Auf den ersten Blick. In Praxis ist es vielleicht ein richtig geiles Event, aber dadurch,
dass es einfach nur so viel aussieht und alles einfach, jede Information da reingepackt wurde, sieht es halt aus wie ein mega, mega, mega fettes Event, aber wenn man es genau betrachtet, ist es gar nicht so, so, so krass. Aber wie gesagt, wir sehen es dann in der Praxis. Praxis ist immer besser als Theorie. Das war's von mir, Leute. Schreibt noch in die Kommentare, wie ihr das Event findet. Freut ihr euch drauf? Was so das Highlight, worauf ihr euch am meisten freut? Bei mir ist es wahrscheinlich Regie Eis. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.